Was reden Prominente, wenn sie unter sich sind? Faces lädt zwei Prominente zum Essen ein. Doch manchmal wird statt eines Menüs ein Symbol serviert. Claudio Zuccolini war früher ein bekannter Fernsehmoderator, bevor er beim SFDRS durch Wiederholungen ersetzt wurde. Ab Oktober kommt er mit seinem Stück auf die Bühne. Es heißt Kaffeefahrt. Mit seinem Buch Der Publikumsliebling ist Hans Schenker zum Stänker der Nation geworden. Davor spielt er den Martin Lüthi in Lüthi und Blanc. Hey. Wohl, Hans. Wohl zum Wohl. Schön, dir mal zu sehen. Ja, wunderbar. Du, erzähl ein bisschen so jetzt die Reaktionen, die du gehabt hast. Reaktionen auf was? Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so ein bisschen der ist, wo in der Schweiz... Ja? Wie soll man jetzt dem sagen? Ja, wie soll man dem sagen? Jetzt bin ich gespannt. Sag, der, wo, der, wo eigentlich jetzt auch ein bisschen eine Zielscheibe wird, um ihn bestrafen, was er jetzt gemacht hat. Du, es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, es ist mir egal. Es wäre gelogen. Es ist mir natürlich nicht egal, aber wenn du austeilst, musst du natürlich einstecken. Und jetzt bin ich ja erst noch vogelfrei und jetzt kann ich es drauf los schiessen. Hast du es gelesen? Mhm. Hast du dich amüsiert? Ich habe natürlich einfach streckenweise das Ding, wo ich mir dann... Da ist mir dann... entgleitet. Ich verstehe. Es gibt für alles, gibt es auch private Gründe. Ja, gut, das und das soll ich nicht breit schlagen. Also weißt du, der Gubser weiß ganz genau, warum sie das machen. Er weiß es. Bis in die Sicherheit. Und er sagt nichts, das ist auch klug. Oder was hast du geschrieben? Alle sind, gehen sich in Leder, in Lack und Leder. Hm. Wegen Postbeamten. Jeder Postbeamte ist eine Drag Queen. Und lässt sich irgendwie von Latex Dominas züchtigen. Ja. Jetzt sag mal, Claudio, und du bist an einem neuen Teil dran jetzt, oder? Du hast jetzt nicht den Publikumsliebling, sondern den Ex-Promi. Der Ex-Promi ist hey, hast du müssen aufgeben, jetzt, weil du bist ja jetzt wieder ein Promi. Du kannst nicht als Ex-Promi kokettieren. Nein, das ist noch viel schwieriger, ein Ex-Promi zu werden, als ein Promi zu sein. Gut, du bist ja jetzt auch bei uns im Verein ehemaliger Promi. Ehemaliger, ja. Wenn wir jetzt miteinander da sitzen, bist du ganz ein anderer Mensch, als wenn du draußen, wenn du immer tagtäglich oder immer top bist. Ja, oder so. Weißt, ich muss dir sagen, der Unterschied ist ja der. Also, der Hugo ist ein guter Gastgeber und ein lieber Kerl. Ja? Aber jedes Mal, wenn irgendwie ein Thema in die Richtung Leutschenbach geht, wird er nervös. Und dann wird er ganz schnell abbremsen. Und dann bin ich unter Druck. Weil dann merke ich, er sucht schon einen nächsten Zuhörer und so weiter. Ja. Hugo Bici ist ein Moderator auf Tele Zürich, der seinen Namen auf Englisch nur schwer erklären kann. Ja, weil was haben wir schauen, was auf meiner Website los war. Hör endlich auf Koks, aber was weiß ich, was da jetzt noch reingeschrieben wurde. Du weißt ja dann nicht einmal so recht. Weißt, es kann ja anonym kann ja jeder da etwas hineinschreiben. Es kann der Blick selber sein, der etwas hineinschreibt. Die haben ja versucht, mich pausenlos zu erreichen. Egal, was ich würde sagen in so einem Zustand. Würde es heißen, spielt er herunter. Also, er ist eigentlich Koks sein. Nein, natürlich nicht. Spielt er herunter. Lacht er. Lallt er. Weißt du, es geht dann schnell. Gut, ich habe eigentlich selten. Aber. Zuko, wie haltest du mit der Ingrid? Ich habe sehr wenig. Ich bin ja eigentlich dort gegangen, wo sie gekommen ist. Ja. Also ich bin nicht wegen ihr gegangen, sondern ich musste dort gehen, weil ich einfach keine Arbeit mehr hatte. Jawohl. Was ich zum Beispiel gehört, das ist jetzt keine Paranoia von mir, verstehe mich nicht falsch. Das ist einem so rausgerutscht. Wir sind nach Berlin gekommen, das war bevor alles zusammengelaufen ist. Und er hat gesagt, du weißt, dass wir in Leutschenbach, in der Belletage, wenn man von dir redet, vom Psychopath redet. Und ich sagte, nein, weiß ich nicht. Ich sagte, ja, vergiss es wieder. Da dachte ich, ja, das passt zu dem Charakter, losen Führungsstil, der da oben läuft. Nein, wirklich, zu dem Lutschenbach. Es ist wirklich also, die Inkompetenz. Ich kann ja ohne Brille gar nicht messen, weil ich sehe es richtig. So, jawohl. Wie viel hat Ingrid? 370'000? Hat ist gestanden in der Weltwoche, ja. So der Bundesrat hat 400'000, habe ich gehört. 450, wenn um das. Gell, und das um. Wechseln wir das Thema. Den würdest du jetzt auch nehmen, in einem anderen Maßstab, oder? Ich habe jetzt einen. Du hast einen? Ja, aber nicht in der Karriere. Kleine Boxen. Hey. Weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist eine Mausmatte. Oh ja. Hast du damals auch Zeichnungen gekriegt früher?
Ja, natürlich. Ich habe schon eine ganze Sammlung. Und du hast sie auch daheim aufgehängt? Selbstverständlich. Aber nur, wenn sie auf Besuch kommen. Ja, klar. Richtig. Wenn sie besuchen, dachte ich, um Gottes Willen, ja, wo sind die Zeichnungen? Das ist ein Herzig. Das ist ein schöner Baum. Ja, aha, schön. Das bin ich. Ah, das ist kein Baum. Ah, das ist der Baumann. Ich bin der. Und zum Schluss die Zigarette danach. Ne, die Parisienne. Hans, du rauchst nicht mehr. Und weißt du, damals, als ich das geschrieben habe, natürlich geraucht in einem Wahnsinn. Vor allem Parisienne mild. Und das ist jetzt eine Verführung, die ist ungeheuer. Rauchen ist ein bisschen wie Velofahren. Du kannst lange nicht rauchen, aber dann wenn du rein nimmst, kannst du es auch fahren. So mit dem Brett. Schon fahren oder Velofahren. Wenn ich diese Zigarette rauche, zwei Züge davon, kann ich nachher sofort ein Päckchen kaufen. Das ist aber noch fair, weil andere machen das aber mindestens ein halbes Jahr bis zum ersten Kauf und sagen, weißt du, einfach mal zu. Ja, und sagen dir immer, du hast mir eine. Ja. Und so. Ja. Schnurren. Danke, ihr wart super.